Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Vater, Beziehungscoach, Diplom-Psychologe, und dies ist mein Videoblog rund um die Themen der Beziehung, Liebe und auch das eine oder andere. Meine beliebten Kurse findest du auf liebeschip.de rund um ja, Dating, Beziehung und Liebe, alles Mögliche. Schau da gerne mal vorbei. Heute hat mir jemand geschrieben, kannst du auch machen, über das Kontaktformular auf liebeschip.de zum Thema Kinder kriegen, ja, nein. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Also, kluge Lebens- und Beziehungsentscheidungen treffen mit Anfang Mitte 30. Hallo lieber Christian, nachdem meine erste lange Beziehung vor 6 Jahren zu Ende ging, entdeckte ich dich auf YouTube. Wie lange das schon alles her ist, ne? Wahnsinn! Ich habe mehrere deiner Kurse absolviert, unter anderem deinen Dating-Kurs, und tatsächlich vor fast 3 Jahren meinen derzeitigen Partner kennengelernt. Ich sagte, Leute, mach die fucking Kurse. Ich krieg so viel Dankesmails. Ja, praktisch jeden Tag. Also, ja. Hat mir jemand gesagt, es ist zu billig. Zu billig, die Kurse. Also holt sie euch lieber noch. Also, vielen Dank für die tollen Kurse und Impulse. Sie haben mir sehr geholfen. Ich bin eine Frau Anfang 30 und überlege, wie ich mein Leben mit meinem Partner weitergestalten möchte. Unsere Beziehung funktioniert sehr gut. Wir haben Spaß zusammen, unterstützen uns gegenseitig, teilen die gleichen Werte. Aufgrund meines Alters wird natürlich ein Thema immer präsenter. Die Kinderfrage. Ja. Gut, ich meine, ich bin keine Frau, aber ich meine, Anfang 30 ist heutzutage ja eigentlich gar nichts irgendwie. Aber trotzdem gut drüber nachzudenken, weil das natürlich kann man auch später Kinder kriegen, aber es wird natürlich nicht leichter, und man denkt auch immer nur ans Schwangerwerden. Es ist ja auch so, Kinder großziehen ist ja auch ein absoluter Marathon. Da will man vielleicht auch möglichst viel Energie haben, ist vielleicht auch ein Grund. Von daher, klar, das ist vielleicht noch viel Zeit, aber trotzdem, ja. Kann ich verstehen, dass man da drüber nachdenkt jetzt. Ich will mir trotzdem jetzt keinen Zeitstress machen, das glaube ich mal das Schlechteste so. Unsere Beziehung funktioniert sehr gut. Wir haben Spaß zusammen, unterstützen uns gegenseitig, teilen die gleichen Werte. Ja, hatte ich schon. Ich habe das Gefühl, das ist der Mann, mit dem ich diese Frage zu Ende denken muss. Wir sind uns beide nicht ganz sicher, ob wir Kinder wollen. Mein Gefühl tendiert zum Ja, genauso wie sein Gefühl. Jedoch habe ich mich nie als Frau begriffen, die unbedingt Kinder und Familie haben muss. Ja, und es ist gut so. Also ich kann das beides verstehen. Ich kann verstehen, dass Leute Kinder haben wollen. Ich kann verstehen, dass Leute keine Kinder haben wollen. Es sind halt völlig unterschiedliche Lebensentscheidungen mit, wo man halt mit der Entscheidung, die man dann getroffen hat oder die das Leben dann getroffen hat, dann irgendwie klarkommen muss. Und also ich finde, da gibt es erstmal kein richtig und kein falsch, so, ne? Aber mehr dazu gleich noch. Ich lese mal ein bisschen weiter vor. Außerdem habe ich viele Sorgen um die Zukunft, beispielsweise Klimawandel, Rechtsruck, globale Krisen. Werden Kinder überhaupt gute Lebensumstände vorfinden? Ja, also da habe ich eine ganz klare Meinung zu tatsächlich. Ich bin der Meinung, kein Mensch kann die Zukunft vorhersehen. Auch wenn wir noch so denken, also das ist zumindest meine Lebenserfahrung mit jetzt 26 Jahren auf dieser Erde, du kannst nichts vorhersagen, du weißt gar nichts. Ne? Wir denken immer, ja, jetzt kommt, ich meine, ich will jetzt auch um Gottes Willen kein Thema hier sagen, dass das nicht gibt oder so, darum geht es mir gar nicht. Ich will nur sagen, man kann die Zukunft nicht vorhersehen. Ne? Vielleicht gibt es Klimawandel, vielleicht wird in 3 Jahren irgend so eine Hypertechnik entwickelt, die das alles zurückdreht. Also meiner Ansicht nach weiß man gar nichts. Also und jeder, der sagt, er wüsste, was passiert in 10 oder 20 Jahren, ist Bullshit. Das heißt, niemand weiß irgendwas. Und deswegen auf der Zukunft, in einigen Jahren, würde ich auf gar keinen Fall meine Kinderentscheidung aufbauen. Würde jetzt auch mich nicht reinquatschen lassen. Es gibt schon so viele Menschen auf der Erde. Ja, stimmt, aber offensichtlich, je mehr Wohlstand wir haben, ich sag nur mal, China war früher immer, oh Gott, viel zu viele Kinder, ein Kind-Politik, und jetzt heißt es Überalterung. Ne? Oh Gott, was, sie sollen mehr Kinder kriegen. Offensichtlich werden ja Gesellschaften, wenn sie nicht mehr so in Armut sind, nicht mehr so einen Wunsch, so viele Kinder zu kriegen. Und kann man jetzt ja auch schon, ich weiß natürlich auch nicht, aber
Könnte ja gut sein, dass sich das Thema Überbevölkerung dann auch erledigt hat. Also ich würde eigentlich auf so politische, wissenschaftliche Vorhersagen in 10, 20, 30 Jahren würde ich persönlich nichts geben. Gar nichts, wirklich, ne? Und ja, Rechtsruck, globale Krisen hat man schon immer. Ich meine, früher war es, als ich Anfang 30 war, oder davor noch, ja, hier NATO-Doppelbeschluss, saurer Regen, Ozonloch, nie wieder was von gehört. Ich meine, ja, also so ungefähr. Und auch diese Begriffe, ja, Krisen gibt es immer, mal mehr, mal weniger. Und ja, politische Ausrichtungen haben auch so, gehen mal dahin, mal dahin. Taugt meiner Ansicht nach überhaupt nicht für Kinderentscheidungen. Werden Kinder überhaupt gute Lebensumstände vorfinden? Ja, hoffen wir doch mal. Andererseits denke ich, dass unsere Beziehung die Belastungen, die mit Kindern einhergehen, tragen könnte. Ja, das ist, das kann man auf jeden Fall sagen. Forschungsergebnis, dass viele Beziehungen erstmal unglücklicher werden. Ne? Ich weiß es nicht genau, bis zu welchem Alter des Kindes, aber statistisch, das kann man natürlich auf den Einzelbeziehungen nicht runterbrechen, aber statistisch, mittelwertsmäßig, werden Beziehungen erstmal, irgendwann hört das auf und irgendwann dreht sich das vielleicht auch, durch Kinder belastet. Ja, das sollte, ja, auch bereichert, aber auch, also die Beziehung wird belastet, das Leben wird vielleicht trotzdem bereichert. Und ja, letzten Endes kannst das nur du wissen, ne? Wir sind beide im Bildungswesen tätig. Ich denke, aufgrund meines Berufes kann ich mir zumindest ansatzweise vorstellen, wie das Leben mit einem Kind wäre. Ja, und jetzt sage ich den Satz, den alle Eltern sagen, du kannst es dir nicht vorstellen. Das ist einfach viel krasser. Das kann man noch so oft hören, dass alle mal sagen, nein, du kannst es dir nicht vorstellen. Das ist wie mit, wir jetzt nicht Kinder und Hunde vergleichen, ne? Aber es ist auch mit Hunden, ne? Ja, uns haben alle gesagt, ja, Hunde, wart's mal ab, die Pubertät. Und wir so, hahaha, wir haben so einen Anfängerhund. Und ja, es ist, hätte ich nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Und das ist mit vielen Sachen, die das Leben sehr, also Kinder ist es ja noch viel mehr, die das Leben sehr beeinflussen, dass man sich in letzter Konsequenz, auch wenn noch so viele Leute sagen, wie es ist, das kannst nur du erfahren. Ne? Selbst wenn du da im Beruf bist. Ich glaube, man muss es einfach selber erleben. unser Beziehungsleben, so wie es derzeit ist, ist wunderbar. Wie schaffe ich es, eine kluge Entscheidung zu treffen? Ich freue mich, wenn du ein paar deiner Gedanken teilen könntest. Vielleicht wäre es auch ein Thema, das du gemeinsam mit Aileen im Podcast besprechen könntest. Ja, da haben wir jetzt noch nichts Neues geplant. Also ich weiß aber auch, was Aileen dazu denkt. Und ich denke, dass, also meine ist zu wissen, und ich denke das eigentlich auch, man kann Kinder schlecht planen. So, ne? Deswegen kann man, das ist jetzt vielleicht keine Hard Facts Antwort, aber kann man es durchaus dem Universum ein Stück weit überlassen. Und also ich weiß noch, Aline hat mir das glaube ich auch neulich gesagt, also ich denke auch, dass die Kinder, die einfach so reingepurzelt kommen, das ist häufig das Stimmigste, ne? Also gar nicht so die geplanten und so jetzt und jetzt kriegen wir ein Kind und dann, keine Ahnung, und dann dauert es aber noch 5 Jahre oder es klappt erstmal nicht und dann kommen die ganzen Probleme und dann geht es in die, ja, in den Bereich, wo man es versucht dann zu forcieren, dass man ein Kind kriegt. Also meiner Ansicht nach, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung, fährt man ganz gut damit, es weder zu forcieren noch zu unterbinden, wenn man in so einer Phase ist, wo ihr seid, wo ihr sagt, ja, könnte was sein, weil letzten Endes, man kann es nicht sich genau vorstellen, wie es wird, man kann es nicht absehen, wie sich das entwickeln wird, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, und das heißt, das sagt auch wiederum die Forschung, dass du solche Entscheidungen eigentlich nur intuitiv treffen kannst, und weil du dich ja sowieso nicht in letzter Konsequenz für oder gegen Kind entscheiden kannst, weil vielleicht entscheidest du dich dafür, du bist aber nicht schwanger, oder ja, dagegen entscheiden kann man sich vielleicht, manche werden trotzdem schwanger, was weiß ich, würde ich das ja entweder der Intuition überlassen oder einfach ja dem Leben überlassen, und das würde natürlich auch bedeuten, ja, dass wenn man natürlich eine hundertprozentige Verhütung hat, ja, hat das Universum natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Also das würde natürlich bedeuten, dann auch
Ja. Also die Möglichkeit zu lassen, dass man schwanger wird, aber ist auch jetzt nicht, ah, heute ist fruchtbarer Tag, jetzt müssen wir aber Sex haben, was häufig Sexualität auch sehr belasten kann. Also ich denke, das wäre, glaube ich, mein ganz privater Rat, so ja, den einfach gucken, wie die Dinge so ausgehen, ne? Was das Universum so für dich im Petto hat, ne? Das würde ich, glaube ich, machen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.